Mein Name ist Markus von der Groeben, ich bin bariatischer Chirurg. Ich arbeite im Spital Muri. Habe vor 15 Jahren auch mit der Laparoskopie begonnen, mit der Martina Fitz zusammen. Das, was ich heute sehe, ist, dass der Laparoskopietrainer Welten besser geworden ist. Die Anatomie ist deutlicher sichtbar, man kann mehr machen, man sieht die Komplikationen, man kann spezifisch auf die Komplikationen reagieren und kann sich wirklich vorbereiten auf Operationen als Erstjahresassistent, was auf einen zukommt. Der Fortschritt jetzt im Vergleich zu vor 15 Jahren ist schon enorm. Also die Auflösung ist besser, die Instrumente sieht man besser, man kann mehr wählen, man kann mehr üben, man kann auch die Komplikationen üben, man kann einzelne Schritte immer wieder üben und das ist natürlich für die Assistenten ein Vorteil und ich bin stolz darauf, dass ich das meinen Assistenten auch zur Verfügung stellen kann. Ja, ich glaube schon, dass man, wenn man viel übt am Simulator, dass man gut vorbereitet sein kann für die Operation. Nicht, dass man es erst in der Operation lernt, die Schritte, sondern dass man schon beübt und geübt in die Operation reingehen kann, dass man wirklich die Schritte schon kennt und weiß, was man braucht und wie man sich verhält, wie man die Kamera führt, wie der Horizont ist, dass man richtig winkelt, von links und rechts jetzt das Organ anschauen kann. Das ist natürlich zur Übung perfekt.